Hallo und herzlich willkommen bei Rescue HQ, der glaube ich dritten Folge ist es mittlerweile. Wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen noch die Polizei ausgebaut, jetzt kommt die nächste Schicht. Mal gleich einmal Feuerwehr zum Einsatz bringen. Ich hoffe, jedem ist klar, was ich jetzt gerade gemacht habe. Wenn nicht, dann bitte die anderen Folgen anschauen. Ich erkläre alles ganz genau. Wir haben ja auch schon wieder Bewerber. Da haben wir jetzt bei der Feuerwehr 9 am Tag, 8 in der Nacht. Kommt natürlich hier noch einer rein. Und auch nochmal 2 Polizisten. Wenn Sie keine Bewerber einstellen können, bauen Sie mehr Schließfächer. Die Anzahl der gebauten Schließfächer bestimmt, wie viele Crewmitglieder Sie für jede Abteilung einstellen können. Überprüfen Sie den oberen Bildschirmrand, um Ihre aktuellen Einstellungskapazitäten zu sehen. Raum für Schließfächer ist wichtig, damit Ihre Crew richtig arbeitet. Vor dem Einsatz muss jedes Besatzungsmitglied zu einem Schließfach gehen und es benutzen. Berücksichtigen Sie das in Ihrem Stationsgrundriss. Jo, genau. Und man sieht es auch hier oben. Hier können wir bei der Feuerwehr noch 6 einstellen, aber bei der Polizei nicht. Und ich würde auch mal sagen, die Polizei, die reicht ja jetzt einmal soweit. Dadurch können wir jetzt die Polizei jetzt einmal abschalten. Dann wird hier keiner da sitzen und dauernd wieder Bewerber anbringen. Und man kann es ja zu jeder Zeit wieder einschalten. Und kurz bestätigen. Und den Bewerber können wir hier rausnehmen. Dann wird er nicht dauernd angezeigt. Schauen wir mal hier weiter, was es noch gibt. Und jetzt können wir auch ein Gefängnis bauen. So. Hier mal machen, würde ich vorschlagen. Aber erst schicken wir mal die Polizei los. Mit 2 Kollegen. Okay. Machen wir es lieber so. Kostet nichts. Das ist gut. Kostet auch nichts. Ist auch gut. Sollte man mal hier Gefangene haben, dann kann man die hier rein. Schauen wir mal, was es sonst noch gibt im Versorgungsraum. Könnte man jetzt die Tauchpumpen? Erst zieht man die mal los. Jetzt war es gut, dass wir einen zweiten Wagen haben. Auch wenn die keine SWAT-Ausrüstung brauchen. Und dauert sogar ewig lang, 6 Stunden. So, schauen wir mal, was wir sonst noch hätten. Jetzt sind die Spiegel hier soweit. Da haben wir genügend Ansehen. Können wir uns hier auch Spiegel leisten. Dann sind die hier ein bisschen fröhlicher drauf. Tank. Schau mal.
Anfänger ist erschöpft, also schickt man noch einen Profi mit. So, schau mal. Genau, 10 sollte man schon haben, würde ich vorschlagen. Genau, zwischendurch, da ist was aufgeploppt. Wenn die irgendeine besondere Aufgabe erledigen, dann bekommt man auch mal zwischendurch ein paar Punkte. Nicht so viel, aber ein paar. Okay. Im Trainingsraum gibt es auch was. Und zwar für die Polizeibeamten. Könnte man auch einmal freischalten. Kostet auch nichts. Das ist gut. Können ja die hier trainiert, unerfahrene Polizeibeamte, können ja die hier lernen, wie man Türen eintritt. Einer ist allerdings noch im Einsatz, aber der kommt vorher wieder. Okay, können wir nicht. Da müssen wir Risiko gehen. Da müssen wir es so machen. Die nächste Schicht. Okay, jetzt können wir den auch einmal einen Auftrag geben. Da brauchen wir jetzt natürlich keine SWAT. Das ist nicht schön. Ja, aber den schicken wir hier mit. Ich glaube, wenn die dann mit unterwegs sind, bekommen die schneller Punkte. Okay. Ihr erster Verdächtiger! Ihre Polizei hat einen in die Haft im Hauptquartier gebracht. Nachdem Ihr Fall abgewickelt ist, gehen Sie in die Freiheit oder ein richtiges Gefängnis. Das muss ein Gesetz entscheiden und das ist nicht Ihr Ding. Was hingegen Ihr Ding ist? Geld verdienen, indem Sie den Verdächtigen verhören. Je mehr, desto besser. Jo, und jetzt werden wir gleich sehen, wie hier einer nach hinten geführt wird. Ja, da haben wir jetzt einen. Und da wird jetzt, denke ich mir, gleich jemand kommen. Genau, und verhört den. Da sieht man es auch. Geht genauso vonstatten wie alles andere auch. Und wenn er verhört ist, wird er woanders hin verlegt oder freigelassen. Und dann bekommen wir auch wieder ein bisschen Geld und ein bisschen Ansehen. Schon wieder gefunkt und das haben wir jetzt hier gleich durch. Zack, und 15 ansehen. Jawohl.
konnte er hier raus. Genau, so funktioniert das mit den Gefangenen. Geht's weiter. Einmal Leiter. Dann haben wir hier, da brauchen wir zwei. Da brauchen wir Feuerwehr und Polizei. Also starten wir als allererstes mal die Feuerwehr. Mit 6-mal Lufttank. Okay, und jetzt noch die Polizei mit einem Streifenwagen. Okay, haben wir 84%, sollte passen. Jetzt sind da fast alle Fahrzeuge im Einsatz. Aber der Timer startet erst, wenn alle unterwegs sind. Okay. Ich denke mal, weil diese Kühlschränke hier so belagert sind, werden wir doch noch mal. Also da könnte man eine Kücheneinrichtung machen. Könnte man doch einmal hier herstellen. Schauen wir mal, Versorgungsraum, da haben wir jetzt mal nichts Neues oder zumindest nichts, das wir freischalten können. Da brauchen wir noch ein paar Punkte. Schlafzimmer, könnte man auch Etagenbetten jetzt reinstellen. Da stellen wir halt noch, obwohl das jetzt extra freischalten. Nee. Zweimal Feuerwehr und da auch noch mit Polizei. Ich würde mal sagen, da warten wir. Da warten wir ein bisschen, bis die jetzt wieder da sind. Okay. Weil hier brauchen wir ja den Wassertank. Da nehmen wir 4-mal Luft. Und hier nehmen wir halt die Leiter mit. Ist ja egal. Okay, 4. Also, das brauchen wir ja gar nicht. Brauchen wir gar nicht, weil die Polizei muss ja auch mit. Hm, 76 nur. Wäre natürlich schon ein Fahrzeug gewesen, das mehr kann, mehr leisten kann. Schauen wir mal, ob der vielleicht jetzt schnell startet. Ja, das werden wir nicht mehr schaffen, leider. Also, okay, fahren wir mal neu. 1, 2, 3. Dann machen wir halt hier. Na, müssen wir mit 76%. Und oben links sieht man es, das habe ich auch noch nicht gezeigt. Wir haben bis jetzt alle Aufträge erledigen können. Kann natürlich auch einmal sein,
dass auch mal alles belegt ist und man tatsächlich nichts machen kann. Okay, der ist wieder da. Okay. Nächste Schicht, nächstes Glück. Und hier ein Feuerwehrmann für die Nacht. Und ich glaube, dann reicht es auch mit den Feuerwehrleuten. Dann schalten wir das auch einmal ab. Okay, hat auch gepasst. Trotz relativ niedriger Wahrscheinlichkeit. So, da haben wir jetzt wieder einen Verdächtigen. Der natürlich jetzt wieder verhört wird. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal. Ja, ist ja sowieso die Zeit schon fast abgelaufen. Ich lasse da mal weiterlaufen und bei der nächsten Folge werden wir hier starten, wenn hier der Mafia-Boss-Prozess losgeht. Dann werden wir sehen, ob was es hier für besondere Ereignisse noch gibt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.